Schon Schopenhauer hat gesagt, in Deutschland ist Neid die höchste Form der Anerkennung. Es war schwierig, gerade am Anfangszeit, wo man dann irgendwas in den Medien hatte, eigentlich tolle Sachen und Sendungen am Ostersonntagabend im ZDF, beste Sendezeit, 19.30 Uhr. Und denkt dann, dann kommt man ins Institut und alle freuen sich und dann sieht man, läuft man nur, man merkt also, also es war schwierig wie so eine Maus, wie eine Katze, die einem eine Maus bringt und das Herrchen ist dann gar nicht so froh drüber und so weiter. Also das war schon, hat mir sehr zu schaffen gemacht und aber mit der Zeit hat man sich dann etwas dickeres Fell angewöhnt und in den letzten Jahren hat es sich ja auch entwickelt, dass einfach Öffentlichkeitsarbeit, das Rüberbringen der Forschungsergebnisse in die große Öffentlichkeit, dass das sicher auch durch den Communicator-Preis und andere eben halt entsprechende Entwicklungen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dass es sich da schon gewandelt hat in den letzten Jahren. Aber insgesamt also war es manchmal nicht so einfach.